Johann Peter Knopp von Ehrenberg. Er war ursprünglich Knecht und hat sich dann später zum Landpächter hochgearbeitet. Auch er sieht einen verheerenden Krieg voraus. Es werden Schiffe und Pferde den Rhein hinaufkommen. Die Ahr wird ihre Mündung dicht über die Krib auf die Pfarrkirche zu Linz zu erhalten. Dann werden Wagen ohne Pferde mit grillenden Tönen laufen und hierauf traurige Ereignisse eintreten. Dann wird es Krieg geben. Wenn keiner es glaubt, man wird sich nicht fürchten. Und es wird wieder ruhig und jeder sorglos sein. Wenn die Brücke zu Köln fertig sein wird, wird Kriegsvolk gleich darüber gehen. Man wird eine Straße von Linz nach Asbach bauen, durch den Erpeler Büsch. Aber sie wird nicht fertig werden. Kriegsvolk wird den Rhein besetzen. Und alles Mannsvolk muss mit, was nur eine Mistgabel tragen kann. Und es wird ein Krieg sein, wie vor dem nicht erlebt worden. Aber er wird nicht lange dauern. Die zuletzt noch aufgefordert werden, kommen, wenn alles vorüber. Es wird hart hergehen, besonders bei Koblenz. Von Leutersdorf bis Unkel wird es noch leidlich sein, wie wo es auch hier hart hergeht. Die Linzer werden viel leiden und viele alles verlassen und im Gebüsche wohnen, müssen aber dabei noch Gott danken. Aber bei Unkel und vom Siebengebirge an wird das Blut in Strömen fließen. Es wird ein gutes Jahr vorhergehen, denen drei Missjahre voller Elend und Drangsale folgen. Die Fremdlinge werden nach hartem Widerstand geschlagen, Frankreich zerrissen. Ein Fürst wird so zurückgedrängt, dass er von einem dreistempeligen Stuhl seine ganze Herrlichkeit überschauen kann. Nach diesen Tagen wird man eine Kuh an eine goldene Kette binden können. Und wenn sich Leute treffen, einander fragen: Freund, wo hast du dich erhalten? Nach diesem Krieg soll das früher entzogene Klostergut sämtlich wieder an seine rechtmäßigen Besitzeigentümer, die Klöster, restituiert werden. Josef Stockart. Jeder sorgt nur für sich. Priester werden sich uneinst. Selbst Bischöfe wissen nicht mehr, wo aus und ein. Gläubige ziehen sich zurück. Die Stufen zu den Altären werden vom Blut hingemordete Priester und Gläubiger befleckt sein. Panzer überrollen Deutschland. Diese Panzer werden von Osten kommen und mit großer Schnelligkeit gegen Westen fahren. Wo sich ihnen Hindernisse in den Weg stellen, machen sie mit ihrer Übermacht alles dem Erdboden gleich. In drei Zügen ziehen sie nach Westen, an die Nordsee, nach Mitteldeutschland und im Süden entlang der Alpen. Soweit ich mich erinnern kann, vor Angst fliehen die Menschen nach Westen. In Frankreich werden die Straßen von Flüchtenden und von Autos verstopft sein. Und es wird kein Vor und kein Zurück geben. Männer und Frauen werden gewaltsam ins feindliche Heer eingezogen. Wer sich weigert, wird erschossen. Lebensmittel und alles, was das feindliche Heer braucht, wird der Bevölkerung enteignet. Die Panzerzüge der Russen werden bis zum Rhein kommen. Das ganze Land wird wimmeln von fremden Soldaten. Und jeder wird morden und Frauen vergewaltigen, wie er will. Das Volk wird weder Eigentum noch sonst was besitzen. Viele werden keine Wohnung mehr haben und in Verstecken hausen. So sah ich Todesengel ausziehen und ihre Giftschalen über die gesamte Menschheit ausleeren. Ganze Völker werden sterben. Die große Katastrophe wird natürlich beginnen und übernatürlich enden. Gott wird selbst eingreifen. Die Erde wird aus ihrer Bahn geworfen und die Sonne wird ihr keinen Schein mehr geben. Finsternis wird sein auf dem ganzen Erdball, 72 Stunden lang. In dieser Finsternis wird kein Licht brennen, außer dem Licht des Glaubens und geweihte Kerzen, das jedem erhalten bleibt, der die Bitte der Gottesmutter treu erfüllt hat. Die wahren Christen werden in dieser Zeit Fenster und Türen schließen und verhängen und sich das Kreuz und das Bild der seligsten Jungfrau im Gebet versammeln. Schaut nicht hinaus und seid nicht neugierig, was draußen vorgeht, sonst müsst ihr sterben. 2/3 der Menschheit wird von der Erde genommen sein, bis die Menschen von neuem Gott verlassen. Es wird nun eine fruchtbare Friedenszeit sein. Als ich das furchtbare Strafgericht Gottes geschaut habe,
war ich innerlich gebrochen. Es vergingen Tage, Wochen und Jahre, und so oft ich an jene furchtbare Nacht dachte, war ich neu gebrochen. Ein Düsseldorfer Kapuzinerpater. Wenn die Frauensleute nicht wissen, was sie vor Üppigkeit und Hochmut für Kleider tragen sollen, bald kurz, bald lang, bald eng, bald weit, wenn die Männer auch ihre Trachten ändern und man allgemein die Bärte der Kapuziner trägt, dann wird Gott die Welt züchtigen. Ein schwerer Krieg wird im Süden entbrennen, sich nach Osten und Norden verbreiten. Die Monarchen werden getötet werden. Wilde Scharen werden Deutschland überschwemmen und bis an den Rhein kommen. Sie werden aus Lust morden, sengen und brennen, so dass Mütter aus Verzweiflung, weil sie überall den Tod vor Augen sehen, sich mit ihren Säuglingen ins Wasser stürzen werden. Da, wenn die Not am größten ist, wird ein Retter kommen von Süden her. Er wird die Horden der Feinde schlagen und Deutschland glücklich machen. Dann werden an manchen Orten die Menschen so selten sein, dass man auf einen Baum steigen muss, um Menschen in der Ferne zu suchen. Ein katholischer Pfarrer. Der Norden Deutschlands wird bolschewistisch werden. Auch Westfalen wird in die Hände der Bolschewiki gelangen. Es werden dann schwere Kämpfe mit den Franzosen am Niederrhein stattfinden, wobei Köln hart heimgesucht wird. Aus dem Süden Deutschlands wird ein aus Süddeutschen und Österreichern gebildetes Ordnungsheer anrücken, das immer mehr Zuzug bekommen wird. Im Verein mit den rheinischen und französischen Truppen wird es die Bolschewiken, Russen und Preußen vollständig niederwerfen. Die letzte Schlacht wird zwischen Essen und Münster stattfinden. Hierauf wird zu Köln am Rhein die Krönung des neuen Kaisers, der das Heer geführt hat, stattfinden durch den Papst, der bei der Revolution in Rom nach der Schweiz geflohen war. Dann wird der Kaiser den Papst nach Rom zurückführen und in Italien Ordnung schaffen. Katharina Leistnerin, die Geißenkette. Dieses umherziehendes Bettelweib lebte in Schwarzwald und starb 1831 in Gutach. Sie war mit dem zweiten Gesicht begabt. Wie bei vielen anderen Prophezeiungen auch, ist bei der Zeitangabe, die hier gemacht wird, Vorsicht geboten. Dereinst wird ein eiserner Weg den Schwarzwald hinaufführen, auf dem feurige Wagen ohne Rost hin und her fahren. Es wird Wagen ohne Rösser geben und ein großer silberner Vogel über die Berge fliegen, in dem ungefährdet Leute sitzen. Ein Krieg wird kommen, der die ganze Welt in Flammen setzt und der nicht eher endet, bis zu Köln Menschen im Blute warten. Dann wird das Geld wie Fetzen auf der Straße herumliegen und die Kinder werden sich um die Apfelbutzen raufen. Die allerschlimmste Zeit kommt, wenn die Frauen Schuhe tragen, unter denen man hindurchsehen kann. Im Jahr 1940 wird ein neuer Krieg kommen, der Brand und Mord auch ins Gutachtal tragen wird. Dann wird der Bauer vom Pflug weglaufen und die Herren, von denen Gott den Verstand genommen, erschlagen. Man soll auf die Berge fliehen, einen Laib Brot, eine Speckseite und einen Krug Kirschwasser mitnehmen. Und wenn das alles aufzehrt ist, ist auch der Krieg zu Ende. Deutschland wird aber dann größer denn je, unter einem Bauerkaiser. Ein Seher aus Westfalen. Wenn die Zeit nahe sein wird, dann wissen die Menschen vor Hoffart nicht, wie sie sich kleiden sollen. Abends wird man sagen, Friede, Friede. Und morgens steht der Feind schon vor der Tür. Der Krieg folgt auf einen Winter, der kein Winter ist, wo nur lappenhoher Schnee fällt. Die Schlüsselblumen blühen in diesem Jahr sehr früh. Und den Kühen geht schon im April das Gras bis an die Knie. Der Roggen wird vor der Schlacht am Birkenbaum erst eingefahren, der Hafer aber nicht. Wenn die Brüderichen auf Krautweih, Marie Himmelfahrt am 15. August, aus dem Hochamte kommen, steht rund um die Kirche alles voll Soldaten.